Molle und umsonst und draußen, zwei Begriffe, die sehr, sehr viel miteinander zu tun haben. Du warst mit Ausnahme von 1975 bei jedem umsonst und draußen mit auf der Bühne, natürlich auch immer hinter der Bühne, mit beim ganzen Organisieren und Machen und Tun und Arbeiten dabei. Es ging los 1976 mit dir und umsonst und draußen. Du erinnerst dich vielleicht noch an einen sonnigen Tag, so wie heute, in Floto, im Stadion. Und welche Gefühle hast du dabei, wenn du dich zurückbesinnst? Das war wunderschön. Ich kam aus England zurück. Das war die Zeit, wo ich dort gespielt habe. Und ich habe sogar jemanden aus England wieder getroffen dort. Und ich war gar nicht geplant. Und es brachte irgendwie eine lange Pause, denn es war so heiß in der Mittagshitze, dass die Leute wirklich Angst um ihre Hälse hatten von Gitarren. Und da ich ja nun keine Angst um meinen Gitarrenhals habe, hat der Andreas mich gefragt, Andreas Glinzig, und sagte, sag mal, kannst du nicht einspringen? Und ich hatte so einen ganz kleinen Verstärker dabei, so einen Mighty Atom von der Straßenmusik her aus London. Den habe ich dann noch hingestellt, meine Gitarre hatte ich natürlich auch dabei und habe toll abgespielt dort. Das war ein schönes Gefühl. Und da habe ich auch erstmal so die Atmosphäre von uns und draußen überhaupt gespürt, was es überhaupt bedeutet. So viele Menschen, die dafür tätig sind, immer wieder und immer wieder das überhaupt machen, diese ganze Action. Und dann die Musiker, die auch zu der Zeit noch für ganz, ganz wenig Geld gespielt haben. Es war einfach die Freude daran, ne? Umsonst und draußen, yeah. Wie der Name schon sagt.